Es gibt eine ganze Reihe von Buchhaltungsprogrammen, mit denen du deine laufende Buchhaltung erledigen kannst. Und die Auswahl der richtigen Software, die ist ziemlich wichtig, denn die richtige Auswahl kann dir erheblich Nerven und Zeit sparen. Und da es ziemlich aufwendig ist, das Buchhaltungssystem zu wechseln, solltest du dir, bevor du dich für eine Buchhaltungssoftware entscheidest, genau überlegen, ob die Software denn die richtige ist und ob diese Software tatsächlich auch die Funktionen hat, die du brauchst. Und in diesem Zusammenhang stellt sich ganz häufig die Frage, welche Kriterien und welche Funktionen sind denn eigentlich wichtig? Denn wenn ich auf die Webseite von Buchhaltungsprogrammen gehe, klingt immer alles irgendwie super toll. Aber es kann ja nicht jede Software die beste Software sein. Und deswegen gehe ich in diesem Video mal auf die wichtigsten Punkte ein, die du überprüfen solltest. Du findest übrigens in der Videobeschreibung auch eine deutlich ausführlichere Checkliste verlinkt. Diese Checkliste kannst du gerne nutzen, um das für dich richtige Buchhaltungsprogramm auszuwählen. Der erste Punkt, auf den du schauen solltest, ist das Auswertungsformat. Du machst die Buchhaltung ja nicht aus Spaß oder Langeweile, sondern weil du am Ende ein Ergebnis haben möchtest. Und der Gesetzgeber unterscheidet zwei unterschiedliche Arten von Ergebnissen. Das eine Ergebnis heißt Einnahmenüberschussrechnung. Und diese Einnahmenüberschussrechnung hat auch ein gesetzlich vorgeschriebenes Format, denn es gibt die Anlage EÜR in der Steuererklärung. Und genau so sollte dann die Auswertung in dem Buchhaltungsprogramm aussehen. Wenn du keine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, musst du bilanzieren. Das heißt, du brauchst eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Auch die Struktur der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben. Und du solltest natürlich erst einmal wissen, wie du deine Buchhaltung machen musst. Wenn du das nicht weißt, dann schau dir unbedingt einmal das Video an, was ich dir oben rechts verlinke. Und wenn du das dann weißt, dann solltest du darauf schauen, dass die Software auch das richtige Format ausgibt. Es gibt nämlich einige Buchhaltungsprogramme, da kriegst du danach irgendwelche bunten Balken und irgendwelche Reports und so weiter, die entsprechen aber nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Formaten der Einnahmenüberschussrechnung, Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung. Deswegen achte wirklich darauf, dass es das offizielle Format ist, weil sonst hast du am Jahresende unglaublich viel Aufwand, irgendwie aus diesen bunten Balken, die ja vielleicht auch ganz nett aussehen, diese Zahlen irgendwie in die Steuererklärung zu übertragen. Den zweiten Augenmerk solltest du auf die steuerlichen Funktionen legen. Du hast ja gewisse steuerliche Verpflichtungen. Du musst nicht nur Steuern zahlen, sondern du musst auch regelmäßig steuerliche Meldungen abgeben. Wenn du gar nicht weißt, welche Steuererklärung du abgeben musst, dann schau das Video an, was ich dir auch jetzt einmal oben rechts verlinke. Du findest aber auch alle vertiefenden Videos unten in der Videobeschreibung. Da gehe ich ganz detailliert darauf ein, welche Steuererklärungen du wann abgeben musst. Als Selbstständiger musst du in der Regel auf jeden Fall die Einkommensteuererklärung abgeben. Meistens auch die Umsatzsteuererklärung und, wenn du gewerbetreibend bist, auch die Gewerbesteuererklärung. Und natürlich solltest du in der Lage sein, diese Steuererklärungen aus deinem Buchhaltungsprogramm zu übermitteln. Zusätzlich haben viele Selbstständige auch unterjährig Verpflichtungen, zum Beispiel die Verpflichtung, eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben oder eine zusammenfassende Meldung zu übermitteln. Und diese steuerlichen Funktionen, die sollte idealerweise dein Buchhaltungsprogramm abdecken. Das heißt, du solltest unbedingt darauf schauen, dass dein Buchhaltungsprogramm diese Funktionalität anbietet. Um ehrlich zu sein, gibt es aber auch einen Unterschied zwischen der laufenden Buchhaltung und den Steuererklärungen. Das heißt, viele Buchhaltungsprogramme ermöglichen es dir nicht, in der Buchhaltungssoftware tatsächlich eine Einkommensteuererklärung oder eine Umsatzsteuererklärung zu machen. Das ist grundsätzlich auch kein Problem, wenn es gute Schnittstellen gibt. Denn im Buchhaltungsprogramm kreierst du ja die Zahlen für deine Selbstständigkeit. Und wenn du jetzt eine gute Schnittstelle hast zu anderen Softwarelösungen, mit denen du die Buchhaltungsdaten übertragen kannst, dann ist das auch vollkommen fein. Den dritten Augenmerk solltest du auf die Integrationen legen. Das heißt, welche Datenformate hast du denn als Exportmöglichkeiten? Dann ist der zweite Punkt auch nicht so wichtig. Also die steuerliche Funktionalität rund um die Steuererklärungen sind nicht so wichtig, wenn du zum Beispiel die Buchhaltungsdaten im DATEV-Format oder im Elster-Format exportieren kannst. Elster Online ist die Online-Plattform des Finanzamtes. Das heißt, wenn du selbst deine Steuererklärungen machen möchtest, dann solltest du eine Elster Online-Anbindung in deinem Buchhaltungsprogramm haben. Wenn du mit einem Steuerberater zusammenarbeitest, solltest du darauf achten, dass du die Buchhaltungsdaten in einem DATEV-Format exportierst.
exportieren kann, damit der Steuerberater sie dann weiter verarbeiten kann. Die DATEV ist ein großes Softwareunternehmen und Marktführer bei Kanzleisoftware. Das heißt, die meisten Steuerberater arbeiten mit DATEV. Aber selbst wenn dein Steuerberater nicht mit DATEV arbeitet, wird er immer ein DATEV-Format verarbeiten können. Das heißt, dieses DATEV-Format ist eigentlich so der Standard bei Steuerberatern. Wenn das beides nicht existiert, du aber mit einem Steuerberater zusammenarbeitest, dann kann es auch hilfreich sein, dass der Steuerberater einen direkten Zugang auf deine Software hat. Das heißt, dass der Steuerberater sich einfach selbst die Daten aus dem Buchhaltungsprogramm selbst holen kann. Das heißt, zusammengefasst, du brauchst entweder ein Elster-Format, ein DATEV-Format oder aber einen direkten Steuerberaterzugang. Der vierte Aspekt, auf den du achten solltest, wenn du dein Buchhaltungsprogramm aussuchst, sind die Schnittstellen. Ich habe jetzt gerade über den Export der Daten gesprochen. Das heißt, wie bekommst du die Buchhaltungsdaten eigentlich aus der Buchhaltung raus, um sie denn irgendwo anders weiterverarbeiten zu können? Eine absolut legitime und wichtige Frage ist auch, wie kommen die Daten eigentlich in das Buchhaltungsprogramm rein? Klar, du kannst einfach alles per Hand abtippen, aber ganz ehrlich, die Zukunft sieht anders aus. Denn du hast ganz sicher irgendwelche Shop-Systeme im Einsatz, ein Zeiterfassungssystem, vielleicht ein Warenmanagementsystem, irgendeine Projektsoftware und so weiter. Und da hast du ja schon relevante Daten und vielleicht werden da ja sogar die Rechnungen automatisch erzeugt. Und dann wäre es wahnsinnig aufwendig, wenn du die Daten aus den Vorsystemen irgendwie manuell in die Buchhaltung übertragen musst. Schöner wäre es doch, wenn es eine direkte Schnittstelle geben würde und zum Beispiel dein Shop-System die Daten automatisch in die Buchhaltung übertragen würde. Das wäre also ein Punkt, auf den du auch achten solltest. Da kann ich dir jetzt keine pauschale Empfehlung geben, da das Ganze natürlich sehr abhängig davon ist, welche Vorsysteme du verwendest. Ein fünfter Punkt, auf den du unbedingt achten solltest, der in der Praxis aber leider relativ häufig vernachlässigt wird, sind die GOBD. Der Gesetzgeber schreibt vor, wie du deine Buchhaltung organisieren musst. Und dafür gibt es die GOBD. Auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das findest du einmal oben rechts verlinkt oder unten in der Videobeschreibung. Und eine Buchhaltungssoftware muss bestimmten rechtlichen Anforderungen entsprechen, sonst kann unter Umständen das Finanzamt kommen und einfach deine Buchhaltung verwerfen, also aberkennen. Dann hast du die ganze Zeit Buchhaltung gemacht, aber das Finanzamt glaubt dir einfach nicht, dass das die echten Zahlen sind. Und das ist natürlich der absolute Super-GAU. Und deswegen solltest du darauf achten, dass die Buchhaltungssoftware, die du im Einsatz hast, GOBD-konform ist. Das kannst du natürlich selbst prüfen, aber es gibt auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Buchhaltungssoftware überprüft und dann ein Zertifikat ausstellt. Das heißt, die Buchhaltungssoftware sollte idealerweise ein GOBD-Zertifikat haben. Ich möchte an dieser Stelle aber auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass so ein Softwarezertifikat nicht vorgeschrieben ist. Das bedeutet, es kann durchaus Buchhaltungsprogramme geben, die kein Softwarezertifikat haben und trotzdem den GOBD entsprechen. Das heißt, dass dieses Zertifikat jetzt zwar mehr Sicherheit gibt, es bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass wenn kein Zertifikat vorhanden ist, dass diese Software nicht rechtens ist. Den sechsten Punkt, den eigentlich jedes Buchhaltungsprogramm erfüllen sollte, ist die Kontoanbindung. Die Bankkontobewegungen sind insbesondere für dich als Selbstständiger, wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, das absolut Wichtigste. Weil die Einnahmenüberschussrechnung funktioniert nach dem sogenannten Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, es ist immer entscheidend, ob das Geld gerade rein oder raus geht. Das heißt, bei einer guten und ordentlichen Kontoführung ist der Kontoauszug eigentlich schon so 70-80% der Buchhaltung. Und deswegen solltest du darauf achten, dass dein Buchhaltungsprogramm die Kontoumsätze idealerweise schon automatisch importiert und idealerweise auch schon irgendwie ja halbautomatisch kategorisiert. Der siebte Punkt, auf den du achten solltest, ist der inhaltliche Support. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Buchhaltungssoftware und generell Steuersoftware überhaupt gar keiner Zertifizierungspflicht unterliegen. Und das ist meiner Meinung nach ein riesengroßes Problem. In Deutschland ist es unglaublich schwer, sich Steuerberater oder Steuerberatung zu nennen. Da musst du wirklich viel wissen. Du musst eine unglaublich anspruchsvolle Prüfung schreiben und das Ganze ist relativ aufwendig. Und immer wenn Steuerberater draufsteht, dann weißt du, diese Person hat es fachlich wirklich drauf.
Ganz anders sieht das aus bei Steuersoftware, bei Steuer-Apps, bei Buchhaltungsprogrammen. Da gibt es überhaupt gar keine gesetzlichen Anforderungen. Das heißt, jeder kann irgendein falsches, kaputtes Tool entwickeln und das ganze Buchhaltungsprogramm nennen und muss keinerlei rechtliche Befürchtungen haben. Und das führt leider dazu, dass ganz häufig Buchhaltungsprogramme gebaut werden von Leuten, die von Buchhaltung ehrlicherweise nur oberflächlich Ahnung haben. Und deswegen gibt es immer zwei unterschiedliche Arten von Support. Es gibt einmal den Produktsupport. Dieser Produktsupport kann dir irgendwie helfen, bestimmte Funktionen zu erklären. Das heißt, die Bedienung der Software. Das kann dir der Produktsupport beantworten. Was dir ein Softwareunternehmen aber nicht beantworten kann oder zumindest auch gesetzlich gar nicht darf, ist, wie du etwas buchst, wie du bestimmte Kosten ansetzen kannst und all solche Sachen. Das heißt, alles, was sich um den Inhalt der Buchhaltung und um den Inhalt der Steuererklärung betrifft, das darf tatsächlich ein Softwareunternehmen überhaupt gar nicht beantworten. Das darf in Deutschland nur ein Steuerberater oder eine Steuerberatung beantworten. Und du solltest bei der Auswahl des Buchhaltungsprogramms genau darauf achten, wie gut der fachliche, inhaltliche Support ist. Das muss natürlich nicht immer ein Mensch sein, der dir am Telefon oder in einer Skype-Konferenz oder wo auch immer deine Fragen beantwortet. Es kann auch absolut ausreichen, dass du eine Möglichkeit hast, mit einem Fachexperten zu chatten oder dass du über deine Software einen Steuerberater finden kannst, mit dem du dich dann irgendwie selbst koordinierst, wie du deine Fragen stellen kannst. Es kann aber auch einfach nur ein guter inhaltlicher Supportbereich sein, also Texte, Videos, Vorlagen und so weiter. Das heißt, es muss nicht zwingend ein Steuerberater sein. Ich möchte dich hier nur dafür sensibilisieren, dass man bei Buchhaltungs- und Steuersoftware immer unterscheiden muss zwischen Produktsupport und fachlichen Support. Und das solltest du im Hinterkopf behalten, um einfach mal das Buchhaltungsprogramm, für das du dich entscheiden möchtest, dahingehend zu überprüfen, ob sie dir überhaupt auch inhaltlich weiterhelfen können. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir jetzt den ein oder anderen Aspekt mitgeben, der dir jetzt dabei hilft, das richtige Programm auszuwählen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ey Melchior, laber nicht so viel rum, sag mir einfach, was die richtige Software ist. Und da muss ich dich leider enttäuschen. Das Ganze wäre zwar einfach, es ist aber leider häufig nicht richtig, weil es halt wirklich darauf ankommt, welche rechtlichen Auflagen du hast, also welche Steuererklärung du machen musst, wie du deine Buchhaltung machen musst, welche Vorsysteme du hast und so weiter. Und das kann ich dir natürlich nicht so pauschal beantworten, weil ich deine individuelle Situationen nicht kenne. Und deswegen habe ich dieses allgemeine Video aufgenommen und du findest die deutlich ausführlichere Checkliste unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, mit diesen Erklärungen findest du die perfekte Software für dich persönlich. Und ich möchte dieses Video natürlich auch dafür nutzen, dich darauf aufmerksam zu machen, dass Kontist ein intelligentes Geschäftskonto ist, was immer deine Steuerrücklagen berücksichtigt, aber du mit Kontist tatsächlich auch deine Buchhaltung erledigen kannst. Alle Informationen dazu und wie das funktioniert und wie du auch Support von der Kontist Steuerberatung bekommen kannst, das erfährst du, wenn du unten einmal auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickst oder du klickst einfach einmal hier. Aber du kannst natürlich jetzt auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.